Alles klar. Ja, lieber Sensler, sie hören auf. Ja. Hm. Siehst du die Blätter? Gut. Jo, moin moin und herzlich willkommen, euer Sensler Survivor hier mit einer wahnsinnsverrückten Idee. Hatte ich im Stream schon angekündigt, hab's aber nicht verraten, wollte es noch ein bisschen spannend halten. Jetzt hau ich raus damit und um was geht's? Einige wissen es vielleicht schon. In ein paar Wochen werde ich, kann man sagen, stolze 50 Jahre alt. Keine Ahnung. Und ja, da habe ich mir gedacht, was kann ich mir wünschen? Was wünscht sich ein Mann, der alles hat, außer Geld, Freunde, Hoffnung? Was wünscht sich so jemand? Und da ich ja ein bisschen Content kreiere hier auf YouTube, habe ich mir gedacht, ey, es wäre doch ziemlich nice, mal mit ein paar YouTube-Größen zu zocken. Also wirklich großen Größen sozusagen. Die ich selber abonniert habe, die ich selber gern schaue, falls es meine Zeit erlaubt sozusagen. Es ist mit der Zeit so eine Sache, die ist relativ begrenzt. Und aber wenn immer möglich, gucke ich schon mal rein und genieße die Show sozusagen. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich schreibe die Leute einfach mal an und... Welch wunderbare Idee. Da macht doch sowieso keiner mit. Doch? Oh doch. Nein, niemals. Doch, mit der Kraft der Liebe. Was erzählst du wieder für Quatsch? Die Liebe schafft alles. Das glaube ich nicht. Glaube ich erst, wenn ich sehe. Die Liebe schafft. Lass mich doch in Ruhe. Die Liebe, nein. Kannst du vergessen. Nein, ich glaube an die Hat Liebe. Hat bisher noch nie was gebracht. Die Liebe. Hm. Die Liebe. Du bist ein Liebe. Ekelhafter Zweifler. Bist du endlich ruhig? Nein, niemals. Ich knock dir gleich eine. Mach doch. Mal sehen, Jungs, was passiert. Jungs. Mach doch. Beruhigt euch. Ich will gerade eine Ansage machen, sonst muss ich euch leider zerquetschen wie unliebsame Maten. Also. Ja. Alles klar. Ja, lieber Sensler, wir hören auf. Ja. Hm. Siehst du die Blätter? Gut. Dann hätten wir das auch geklärt. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Da haben mich jetzt die zwei kleinen Hosenscheißer ganz schön aus dem Konzept gebracht. Also nochmal, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja. Mit wem würde ich gerne zocken wollen? Ja, ich zocke relativ viel Tarkov jetzt in letzter Zeit und von daher würde meine Wahl auf Herrn Meier fallen. Ich mag seinen trockenen Humor, seinen Witz, immer was zu lachen. Ansonsten noch Totally Aggro. Bei ihm mag ich seine ruhige Art. Die finde ich auch nicht so schlecht. Ist, ja, hat was Beruhigendes. Ein anderer Typ wäre dann Scooey, das ist genau das Gegenteil. Ein ziemlich verrückter Typ, was ich auch gut finde. Er spricht ziemlich viel und das finde ich gut. Besser als wenn jemand vorm Stream oder in seinem Content sitzt und gar nichts sagt. Das wäre meine Wahl für ein paar Tarkov-Runden. Für Hand Showdown würde ich mir gerne Fabian Siegesmund wünschen. Wir zwei alten Säcke, das wäre bestimmt auch ganz gut. Nice, denke ich mir. Er ist ein paar Jahre jünger, nicht viel. Ich glaube, 4 Jahre jünger als ich. Ich hatte ihm im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres schon mal angeschrieben auf Facebook. Hat bisher leider noch nicht geantwortet. War ich ein bisschen traurig. Versuch's halt an dieser Stelle nochmal auf diesem Weg. Und vielleicht klappt's ja. Ja, wir werden sehen. Ja, und als letzten Hand of Blood muss ich eigentlich gar nichts mehr zu Henno sagen. Also er ist absolut einer meiner Lieblinge mit. Und ja, was wir dann zusammen zocken könnten, müsste man noch bequatschen. Ich glaube, mit Henno kann man ja alles zocken. Er ist ein Multitalent auf jedem Spiel sozusagen oder in jedem Spiel. Ja, da werde ich die Leute mal anschreiben und hoffen, dass es klappt. Falls ihr da Kontakte habt und mir helfen wollt und könnt, dann wäre ich euch sehr verbunden und ewig dankbar. Ansonsten versuche ich mein Glück, ja sowieso. Und ja, dann dürfen wir mal gespannt sein, was dabei rauskommt. Ach so, wann? Im Juni habe ich Geburtstag. Ist jetzt, glaube ich, auch ziemlich kurzfristig. Die Leute sind ja auch beschäftigt und warten nicht nur darauf, dass ich mich jetzt bei ihnen melde. Und da würde ich mal sagen, lassen wir dieses Experiment
mal ruhig bis zum Ende des Jahres durchlaufen und werden sehen, was dann am Ende des Jahres rauskommt. Wie gesagt, ich bin gespannt und habe doch ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht mit dem einen oder anderen klappen könnte. Ja, das war's. Achso, ja. Falls jetzt jemand auf die Idee kommen sollte, dass ich hier jetzt irgendwie auf eine Art Fame aus bin und sowas, könnt ihr vergessen, weil gibt zwei Gründe dafür, denke ich. Erstens ist das eine einmalige Aktion. Ich glaube nicht, dass die Leute danach halt weiter mit mir spielen werden, weil sie haben ihre Leute und sie haben ihren Content sozusagen und das ist auch gut so. Und der zweite Grund ist, aufbauend auf dem ersten, dass ich danach wieder nur ich bin sozusagen mit meinem Content, den ich vorher auch schon geliefert hatte. Von daher mache ich mir da keine Sorgen, zumal die Leute dann vielleicht unsere Runs, unsere Games auch bei sich mit hosten müssten oder präsentieren müssten auf ihrem Kanal. Davon gehe ich nicht aus und das ist auch nicht der Grund oder eine Voraussetzung für mich oder in der Hoffnung, dass sie das machen. Es ist einfach nur, ich will wirklich mal gern mit den Leuten spielen, die ich hier aufgezählt habe. So, ansonsten, falls ihr noch mehr von Evil und dem Rosanen sehen wollt, dann klickt auf die beiden verlinkten Videos hier oben, rechts und links. Ich weiß nicht, wo ich die platzieren kann. Hoffentlich zeige ich richtig hin. Wünsche euch viel Spaß damit und drückt mir die Daumen. Habe ich was vergessen? Ich hoffe nicht. Ja, okay, das war's dann von mir. Ich bin gespannt, wie gesagt. Wird schon eine krasse Erfahrung hoffentlich. Naja, gut. Hoffentlich eine positive. Bis dahin. Tschüssi. Bleibt gesund. Euer Senseless. Tschüss.